Einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Ausgabe Morning Hash. Ja, ja, die Ex-Partner, ein Thema für sich. Und das besonders in der Star-Welt, denn da ja oft Star mit Star zusammen ist, laufen die sich im normalen Leben auch nach der Trennung immer wieder über den Weg. Jüngst passiert bei Orlando Bloom und Miranda Kerr bei einer After-Oscar-Party. Miranda scheint zwar etwas verwirrt zu sein, doch im Großen und Ganzen gehen die beiden normal miteinander um. Gleiches gilt für Seal und Heidi Klum, Reese Witherspoon und Ryan Philippi oder Courtney Cox und David Arquette. Seit 2010 gehen die beiden getrennte Wege, doch nach 11 Jahren Ehe versuchen sie auch heute vernünftig miteinander umzugehen. Yeah, it's pretty true. I mean, we definitely have a really Ja, das stimmt. Wir haben eine freundschaftliche Beziehung, eine Freundschaft. Bei uns funktioniert das, weil wir unsere Geschichte und die Liebe, die wir füreinander empfunden haben, nicht einfach vergessen. Wir stellen uns nicht auf eine Seite und attackieren dann den anderen. Wir haben herausgefunden, was für uns funktioniert, in einer ehrlichen, großzügigen Weise für beide Seiten. Wir haben herausgefunden, was für uns funktioniert, und dann, was für mich funktioniert, in einer sehr honest generous on both sides way. Respekt. So kriegt das nicht jeder hin. Aber wenn es mit der After-Trennungschemie einfach nicht funktionieren will, dann gibt es ja noch die Voodoo-Puppen-App. Hier kann man den oder die Ex in eine Voodoo-Puppe verwandeln und allerlei Rachemöglichkeiten genießen. Entschuldigung, ich bin jetzt erstmal beschäftigt.